Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Heute zusammen mit dem Nick und dem Andreas. Schaut auf jeden Fall beim Andreas vorbei, der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auch so viel Geld wie ich in GTA haben wollt, um euch wirklich ganz, ganz viele Sachen zu kaufen, dann habe ich da was für euch. Das funktioniert allerdings nur für den PC. Trotzdem, der erste Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu einer Seite, von wo auch ich mein Geld gesponsert bekommen habe, deswegen steht auch Werbung in der Ecke. Dort könnt ihr euch wirklich sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach auch professionell, ein bisschen GTA-Money holen, falls ihr noch ein bisschen was braucht und falls ihr Bock drauf habt. Schaut da auf jeden Fall vorbei, würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Dann ziehen wir mal los. Weißt du wohin? Zu meinem nächsten Apartment. Jo, schau mal zu mir rüber. Warte, ich habe keine Ego-Perspektive. Jetzt sehe ich's. Alter! Ich bin weg. Ja, tschüss. Ey, warte. Was, wieso bist du raus? Nicht schießen. Ja, du hast echt ein Batmobil hier unten. Offensichtlich. Irre. Okay. Das sind meine Autos hier, Batmobil. Junge, der sieht einfach original aus, der, wo ich hier stehe, wie der SLS. Das ist auch ein Verschnitt vom SLS. Das ist so krass. Das ist so ein geiles Auto. Was das hier ist für ein Monster, weiß ich auch nicht. Zu hoch für... Nee, das ist ein SLS. Die Frage ist, welchen nehmen wir? Den mit Geschütz hier zum Beispiel? Also den würde ich auch gerne mal fahren. Den hier. Okay. Nee, nehmen wir nicht. Willst du hier den mit Geschütz, diesen krassen? Ja, komm, lass den nehmen. Ja, Mann, das wäre doch mal dann was. Dann kannst du hinten rauf ein bisschen Scheiße machen. Steig mit ein. Du musst, glaube ich, erst vorne einsteigen. Du kannst nachher nur außen. Und mit dem fahren wir zu meinem Hangar, wo dann noch krassere Sachen sind. Hoffe ich doch. Unterwegs kann ich mal das Ding da ausprobieren. Ja, damit kannst du jetzt ein bisschen Scheiße machen. Oder wie geht das? Warte mal kurz. Ja. Wie? Vor allem ist es ein Viersitzer. Ich dachte, es ist nur ein Zweisitzer. Aber es ist ein Viersitzer. Ja, du stellst dich einfach hinten drauf und ballerst dann rum. Baller die direkt ab. Du musst F drücken, ne? Genau. Oh yeah! Digga, warte, ich muss mal markieren auf der Karte, wo das Teil ist. Das boxt also eins du. Ist hier. Schau mal, was ich hier tue, ey. Okay, ja, let's go, ne? Das ist so geil. Das Teil ist schon witzig. Jo. Das Teil ist schon witzig. Das ist halt so ein mega Jeep mit 6 Reifen. Ah, oh, ja, danke. 4 okay. Sitzer sogar noch. Und hinten kannst du richtig Spaß haben. Also eigentlich ist es ja ein 5 Sitzer quasi. Boah, der Sportwagen, ich will den Sportwagen hier. Wow! Ach, nein! Oh mein Gott! Du musst die Bullen am besten killen. Yo, die habe ich jetzt verfehlt. Aber da kommen bestimmt gleich welche. Da vorne sind welche. Also ich muss die ganzen Wagen, aber das werde ich wahrscheinlich offline machen. Nicht während der Aufnahme. Noch tunen. Und dann ist der noch schneller und noch krasser. Bullen und nicht das erwischt. Mit allen natürlich. Da, ja, perfekt! Im Vorbeifahren, legendär! Und nochmal! Ups. Ja, schon wieder! Jo, das Teil ist so viel Spaß! In GTA gibt's schon echt geile Sachen. Ja. Jo, ein harmloser Jogger wurde von mir getötet. Ah, hier muss ich erst. Weil ich ihn als doch nicht so harmlos erachtet habe. Digga, wo ist denn bitte mein Bunker? Das ist ja richtig krass. Ich habe hier eine eigene Einfahrt für, oder was? Das ist ja... Oh, Helikopter! Das ist ja so heftig. Ich bin ganz so begeistert. Wow! Erstmal kommt mir von oben so ein Jeep entgegen. Lol, du hast Helikopter abgeschossen! Ja, sauber. Ich keine mehr hier oben, ne? Wo fahren wir gerade lang? du musst jetzt alle vor uns killen, die kommen uns jetzt entgegen, ne?
Ist. Ist egal, wir haben das gepanzerte krasse Auto. Eigentlich ist es noch nicht gepanzert, aber ist egal. Mach sie platt! Bin schon dabei! Das Auto ist in die Luft. Ah! Der scheiß Heli kommt. Oh. Da unten sind wir richtig. Junge, dieser Truck ist so geil. Der Truck ist geil, da. Hinten drauf wie der Boss. Lol, hinter dir steht erstmal so ein Teil. Teil. What the fuck? Ah, ich hab eine Kugel in den Rücken. Mit dem fliegen wir gleich weg, okay? Das sieht sehr vielversprechend aus. Junge, das ist ja richtig krass. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das ganze Zeugs hier an. Das hatten wir ja immer nur beim Flo, das weißt du ja noch, kennst du ja noch von den Heists, die wir gemacht haben, ne, Andreas? Ja. Hier sind wir ja immer lang spaziert. Sowas habe ich jetzt selber auch. Bei dir piept's erstmal. Miep, miep. Mich nicht. Ich habe das alles so ein bisschen schwarz eingerichtet, das fand ich eigentlich ganz geil. Wir waren hier einfach durch die Map, einfach nur noch durchpaced. Hilfe, ich steck fest. Und was ist im Spiel? Ha! Gehen wir mal rein, Junge, das Teil ist so fett. So, den nehmen wir noch mit. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben echt schon ziemlich viel gekauft. Und es gibt noch mehr, noch viel mehr. Also, das ist so krass einfach nur. Ich muss mir auf jeden Fall auch bald mal neue Klamotten zulegen. Ja, das war's dann mit meiner Arena. Alter. Jo, aber ich muss sagen, ich bin überrascht, wie viel dieses Glas aushält. Ey, da bist du ja wieder. RIP. Boah, mein eines Scharfschützengewehr ist auch richtig krass. Ach, du bist auch hier. Oh Gott. Ah! Hilfe! Hauptsache, er steigt wieder ein und fliegt jetzt weg, oder was? Hallo! Spiel! Warte mal, wie kann ich hier meinen Oppressor anfordern? Alter, muss ich irgendwie den Oppressor zu meinem persönlichen Fahrzeug machen oder so? Digga, was hast du denn für ein Problem? Schlampe! Lol. Sag mal. Die Bullen haben mich gekillt. Bin du jetzt wieder? Wie, ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich weiß. Cops, ich brauche mein Auto. Danke. Ich bin tot. Ach doch, der bringt die Sachen. Der Mechaniker und... Ja, der Mechaniker, den Spaß muss ich anfordern. Nämlich Kome, bleib drauf. Ja! Die Bullen haben mich gerammt. Ich habe keinen Stern. Die befahren mich gerade. Was seid ihr für korrupte Schweine? Habe ich mich auch schon oft gefragt in dem Game. Was habe ich denn hier für eine antike Waffe? LOL! Ich bin gerade 2 mm über den Helikopter von den Bullen geflogen. Alter, an diese Steuerung muss man sich so gewöhnen. Rip, 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 rip. Hi. Wow, ich bin tot. Mein Motorrad fliegt da irgendwo. das ist ja eine Dulli-Steuerung vom Feinsten. Ich komme. Hi. Ah! Wuhu! Oh! Hör auf! Digga! Hilfe! Ah! Au! Oh, oh. Mann! Nein, mein Motorrad! Ja. Ach, mit dem Motorrad! Ich dachte, du fliegst! Ja, ich fliege ja mit meinem Motorrad. Frage ich.
Eben. LOL! Jo, wie hab ich das überlebt? Hier noch Leute durch die Gegend fliegen, Junge, wo bist denn du? Unten. Da, hi. Alter, Junge. Ich finde das Motorrad so geil. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich bin vor Alter. Dir. Der Zug ist offensichtlich zu langsam. Dafür kann ich nichts. Hör auf! Nichts gibt's. Digga! Alter! Jetzt könnte ich vielleicht Bomben werfen oder sowas. Oh, oh, oh! Ich bin zwischen dem Zug. Ich bin tot. Ich hab's gesehen, ja. Nice. Wo ist mein Motorrad jetzt? Als ob das oben auf der Brücke geblieben ist. Ich komme ja nicht mal hoch. Das hängt dazwischen. LOL, er hat mich umgefahren. Ja, ich zerstöre jetzt einfach mein Motorrad. Ups. Ich versuche zu kommen. Aber hier sind Cops. Überall. Ja, auch. Die raffen's nicht, dass ich ein fucking Panzerfaust hab. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Schaut wie gesagt bei den anderen vorbei. Und wie gesagt, falls ihr GTA Money braucht, wisst ihr auch, wo ihr es finden könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.